Das ging gestern Abend bei uns in den sozialen Medien unter den Landwirten. Quasi bundesweit ist das eine Aktion heute. Teilweise auf Autobahnbrücken, teilweise vor Polizeistationen. Und da habe ich mir gedacht, von der Polizei Krefeld sind wir beim Funken Hoffnung so gut betreut worden. Und dann wollten wir einfach auch mal ein Stückchen weit Solidarität zeigen. Die Initiative haben ja die Landwirte gesetzt, die wir hier aus unserer Sicht natürlich sehr begrüßen, weil die Nachricht gestern, die durch die Medien gegangen ist, uns natürlich alle sehr betroffen macht. Hier stehen auch meine Kollegen und Kolleginnen, die jeden Tag in den Situationen sind. Und der Innenminister hat es gestern ja auch noch mal ganz deutlich gesagt, dass wir schneller an solchen Themen dran sein können, als uns das vielleicht lieb ist und uns bewusst ist. Und zeigt immer wieder, wie gefährlich der Beruf ist. Und wir, genauso wie Landwirte auf ihre Art für das Leben wichtig sind hier in einer Stadt mit der Versorgungslage, sind wir halt wichtig auch für die Sicherheit, aber auch für die Sicherheit unserer Kollegen. Und deshalb macht uns das alles sehr betroffen und auch sehr traurig. Und gestern haben sehr viele auch im privaten Bereich Bekundungen aus Freundeskreisen, Bekanntenkreisen bekommen, die einfach bundesweit miterleben, was da gerade passiert. Und ja, in dem Bewusstsein können wir nur hoffen, dass sich sowas nicht wiederholt. Das ist die Hoffnung, von der wir dann leben. Ich bin da eigentlich immer wieder darüber schockiert, wie nicht nur Polizisten, auch Rettungskräfte immer wieder und immer mehr Gewalt ausgesetzt sind und bei so einer Routinekontrolle zwei junge Polizisten einfach erschossen. Das ist schon, finde ich schon erschreckend, eine erschreckende Entwicklung. Also es hat mich tief getroffen, zumal ich viele kenne, die bei der Polizei arbeiten. Und es ist einfach unfassbar, egal welchen Beruf man ausübt, ich bin immer noch tief getroffen.